aber wenn ich mich an eine Regierung verkaufe, ja, die übrigens mehr an Inseraten ausgibt in den Medien, als die Presseförderungen vergibt, ja, das nur nebenbei, 4 Millionen macht die Regierung pro Monat. Pro Monat werden die da rausgeschmissen, also 4,2 Millionen eigentlich, 4 Millionen sind für die ÖVP-Minister, 200.000 kriegen die Grünen, nur dass man das einmal erwähnt hat. Aber wenn ich mich an solche Regierungen verkaufe, ja, und dann dazu übergebe, so wie es bei der Krone ganz offensichtlich passiert ist, die eigene Leserschaft tagtäglich zu beschimpfen und zu maßregeln, dann darf ich mich nicht wundern, wenn mein Produkt keiner kauft. Ja. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden nach dem Mund schreiben muss, aber es gibt offenbar Diskrepanz zwischen den Lesern und zwischen dem Informationsbedarf, den die haben, und zwischen der von der Regierung vorgegebenen Linie. Ne. Und wenn dann Medienhäuser aufgrund dessen, dass sich die eigenen Leser verkrollen, auf der Strecke bleiben, dann tut es mir furchtbar leid für das eine oder andere Traditionshaus, aber dann sollte man sich vielleicht auch mal wieder auf die selbst deklarierten Werte der vierten Gewalt im Staat zurückbesinnen und einmal nicht als Propagandainstrument der Regierung wirken, sondern Dinge einmal hinterfragen. Und das haben viele Medien verlernt und genau deswegen passiert ihnen das, was ihnen gerade passiert.